Hey, hallo Jungs, hier ist der Marc von der Zigarre 68 und das Video machen wir diesmal erstmal auf Deutsch und die Franzosen müssen auf das Ende warten und wir haben dann auch mal ein kürzeres Teil nur davon. Wir haben ein Überraschungsbox hier vom Sergio, keine Ahnung was da drin ist, ich weiß nicht die Marke, ich weiß nicht was es ist, nix, null. Er hat gesagt, es sollte mir gefallen, er hat mir den Preis angekündigt, was interessant ist vom Preis her, was mir aber gar nicht auf die Spur gebracht hat, was es sein könnte. Hat es noch auch verpackt, extra in eine andere Box, damit ich gar nicht drauf kommen kann. Ich mache es jetzt so, dass ich das durchrichte und dann mal so aufmache. Und wir haben Luftblaschen. Und dahinter haben wir den Tacoma. Das ist eine geile Maschine. Das ist ein 1:10er Shortkurs von Kyosho, aber im Trend im Moment von den mehr Scale-Style-Autos. Ist natürlich jetzt für einen 1:10er Shortkurs, wenn man jetzt das ansieht, vom Preis her relativ teuer. Wird da verkauft bei uns in Frankreich für, glaube ich, 550 oder 600 Euro sowas. Schnitt. Der Preis ist von Pinbuchti, der Maschine. Aber ist ja immer so, wenn die Erzehersteller eine Lizenz haben für eine Karo, zahlen wir das. Und darunter haben sie das Chassis gebaut vom, das ist jetzt eine Mad Wagon. Ich glaube, der Mad Wagon haben sie ja ein neues Chassis gemacht mit einer speziellen Mittelverstrebung und alles. Diese Basis haben sie genommen. Da hat ja auch die 1:8er Buggy Diffs drin vom Inferno. Achtung, nicht von den Competition Versen, nur vom Inferno. Also 1, 2 und 3 sind dieselben Diff. Also vorne und hinten. Er hat keinen Mitteldiff, er hat eine Slip-Einheit in der Mitte. Das Einzige, was ich gemerkt habe an Mad Wagon, was mir nicht passt, waren die Dämpfer, die vorne zu viel rausgehen für so einen kleinen Monster Truck und die knappe Bodenfreiheit. Hier ist es aber ein Shortkurs, ist natürlich das nicht ein Maß, weil du fährst ja die Dinger nicht wie ein Monster Truck. Ein paar Tage haben sie noch verbessert an dem Chassis gegenüber dem anderen und die Elektronik auch. Wir haben Kyosho jetzt in den letzten Jahren, die sich entwickelt haben mit der Elektronik, die haben ja Hobby-Wing-Elektronik drin, das ist ein X10-Regler, kann bis 4S und die haben aber eins geschnallt mit den Elektromotoren, haben sie das anders angesehen als am Anfang. Die Orion-Elektronik am Anfang war erstmal nicht super gut und immer zu viel KV, zu wenig S, irgendwie war immer was falsch am falschen Ort. Und die letzten Jahren haben sie das Blatt gewendet. Sie haben das ganz umgekehrt gemacht. Wir haben es gesehen im USI One, wo wir jetzt einen 2400 KV Motor drin haben mit 68er, also 40 mal 68, was dem Auto super gut steht. Und in diesem Auto haben sie einen 36 mal 60 oder 70 Motor verbaut. 36, 68, 2850 KV, was eine super Wahl ist, da das Auto ja nur ein 1:10er ist. Weil er Scale ist, weil Zeugs dran ist, ist natürlich trotzdem um die 3 Kilo wahrscheinlich. Wenn wir mal sehen, ob das irgendwo drauf steht. Wir haben 15 Kilo oder 10 Kilo Stahlservo, das sind 9 Kilo, ja, um die 10 Kilo. Sollte reichen für so ein Auto. Wir haben Reifen und Räder, die auch scalemäßig gebaut sind, die haben ja auch sind immer noch Kyosho Eigenmaß. Ah, ja. Ich hatte gedacht, das wäre ein Yokohama, aber sind Kyosho. Okay. Sind Kyosho Reifen. So, genug geredet, da hast du aber schon mitgespielt, ne? Der ist schon offen. Ja, ja, genau, kurz reingeschaut. Ja. Also, gucken wir mal rein. Mit der Funke machen wir natürlich keine große Sache, es ist die Kyosho KT-Funke, haben wir schon 100 Mal gesehen. Ich liebe diese Funke, weil sie separat das Gas- und Bremsweg drosseln kann. Die Lenkung natürlich auch. Sie hat eine gute Reichweite. Sie hat eine Zeit lang eine Serie mit einem Problem, die 2,21er war es, aber jetzt sind sie bei 2,31. Passt natürlich immer dazu, Radschlüssel, einen kleinen Schlüssel für die Gegengewinnstängchen einstellen, für die Dämpfer öffnen, ein paar Dämpferringe an der Kolben, das ist auch toll. So kannst du
die Reaktion der Dämpfung ändern, ohne das Öl zu wechseln. Du musst ja das Ding nicht zerlegen, du musst nur die Kappe wegnehmen, natürlich Feder weg, Kappe wegnehmen, Kolben rein, oben lösen, deinen neuen Kolben drauf machen, der du willst, wieder schließen, nur einen Tropfen Öl dazu machen, dass es wieder vollständig ist und das war's. Eben die Funke. Ist nur eins für mich komisch dran an der Ergonomie. Ist immer noch natürlich mit den ganz normalen AA-Zellen drin. Vier Stück. Ist ja zuverlässig, auch wenn wir gern jetzt im 21. Jahrhundert mal gern Lithium-Ion in den Funke würden sehen. Was für mich komisch ist, ist nur das Lenkrad. Das ist alles. Weil du bist so beim Fahren. Und ich finde, das Lenkrad sollte so rum sein. Du bist ja so easy am Fahren und nicht so. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist das Einzige und funktioniert ja trotzdem. Ist gut in der Hand, ist eine leichte Funke, hat noch einen dritten Kanal dran. Was ich auch toll finde, ist, dass Kyosho gar nicht angefangen hat mit AVC, TSM, das ganze Elektroschrottzeugs. Wollen wir ja gar nicht. Und hier haben wir, ich gucke es erstmal privat an. Innen so ein, ist jetzt das Senfgelb oder also Moutarde oder komisches Metallic-Olivengrün, schwer zu sagen, das ist Senfgelb. Sagen wir mal, das ist Moutarde. Oder guck mal, wie schön das aussieht. Ist natürlich im gleichen Maß von Traxxas Slash, Centon 3S und so Sachen. Wenn wir das durchnehmen hier und den Reifen zerschneiden. Gell, du? Das wäre mal toll. So. Und jetzt werden wir sehen, wie er steht auf der Dämpfung. Ich habe es gerne aus der Box, wenn es funktioniert. Und, oh, straff. Straff. Sehr hart auf den Federn. Aber nicht so sehr wie im Öl. Also das heißt, das Auto blieb gut stehen, schwabbelt nicht rum, aber ja, sie haben es halt so gemacht, dass er schön oben bleibt. Aber ich finde es jetzt extrem hart für so einen Isozähler. Und sehr hart hinten gegenüber vorne, werden wir sehen bei der Fahrt irgendwann mal, wenn wir Zeit haben. Ich komme mal näher zu euch ran, damit ihr die Details seht. Wir haben nämlich vollständige Hecklampen. Moment, ich mache mal hier das Licht an. So. Die Lampen sind brauchbar. Du kannst LED reinmachen, ist vorgesehen dafür. Wir haben den Heckauftritt, was ich auch cool finde, auch wenn es eine Kleinigkeit ist, einfach, dass hier das schwarz gemacht wurde, nicht nur, es ist lackiert, es ist nur ein Kleber drauf, aber ich finde es cool. Die Mulde haben sie nicht gemacht, weil viele moderne Pickups haben eben einen Deckel drauf. Du hast die Türgriffchen, die nicht extra schwarz lackiert wurden, weil die Originalen ja das auch in Wabenfarben haben. Du hast die Rückspiegel dran. Noch ein paar kleine Elemente, die auf der rechten Karo sind, Lufteinlass, Frontgitter aus Kunststoff, Frontlampen kannst du auch die LEDs reinmachen. Natürlich hätten wir gern für den Kyosho-Preis die LEDs dabei, gesamthaft bei vielen Marken. Sag mal so, lustig, dass die billigen Marken uns die LEDs drauf machen und die teuren Marken lassen uns immer ohne damit, was sogar die Antenne drauf ist. Machen jetzt mal die Karo weg. Und wie du siehst, hat sie keinen Bodyclips oben drauf. Sie haben nichts gemacht mit Kunststofflaschen, sie haben nichts gemacht zum Reinschieben. Wir haben, ich ja sauber, dass ich das Dach nicht gerade verkratze, hier unten die Bodyclips montiert. Leider à la Kyosho heißt 1:10er Miniclips, statt mal richtige was, was du in die Hände kriegst. Und die einfach so frei rumspicken, wenn du sie wegmachst. Dass die nicht einen Faden können dran machen. Nächste Version. Ist schade. So, und dann nimmst du die Karo so weg. Die ist jetzt natürlich schwerer, weil das ganze Befestigungssystem in der Karo ist. Achtung, das Auto ist natürlich nicht zum Bashen gedacht. Wir haben natürlich Nullschutz an der Karo. Die hängt hier nur fest, das heißt, wenn du wild fahrst, brichst du hier. Und reißt das ganze Zeugs raus. Wenn du natürlich sprechen willst, schnapp dir eine unzerstörbare Karo, die du dann mit den normalen Bodypost hier festmachen kannst. Das haben sie aber eben doppelt gelassen,
damit natürlich nichts lottelt bei der Fahrt. Und das finde ich auch cool. Also die Karre ist wunderschön. Aber siehst du, das Toyota Tacoma sieht fast aus wie ein F-150 Raptor. Ne? Das ist geil. Am Schluss ist es dieselbe Karosserie. So, und jetzt zu dem Chassis. Ich hatte ja den Madwagon nicht, weil ich ihn nicht wollte eben. Wir haben ja im Laden gesehen. Und ja, interessierte mir nicht mehr als das. Gerade für den Preis von Madwagon hast du ja 1:8er Monster Trucks. Also brauche ich nicht einen 1:10er kaufen. Und Kirschow hat auch vieles anders gemacht. Die haben den Motor am Heck montiert. Antrieb ist geschlossen. Das ist doch mal was Geiles, oder? Regler ist hinten, nur die Batterie ist ein bisschen gegen vorne. Wie gesagt, der 9 Kilo Servo reicht hier überaus. Wir haben jetzt richtige Receiverbox gebaut bei Kirschow. Ist wie immer, es ist kein U-Boot, es kann Spritzwasser aushalten. Wir haben Kunststoffdämpfer drauf, aber die von der Qualität stimmen, die sind okay. Ich würde sagen, dass die besser sind als die Traxxas. Vom Stoßdämpferstab her. Wir haben CVD-Wellen teleskopisch aus Kunststoff. Das haben wir gesehen auf dem Madwagon, dass die auch gut sind. Die haben kein Problem mit Wellenbruch, das ist auch mal was Schönes. Und ich mag ja das teleskopische Zeugs immer für denselben Grund. Du hast einen riesen Federweg zur Verfügung mit Teleskop und kein Stress auf das Diff. Gerade beim Umfall, wenn du jetzt auf die Seite schießt oder so, wenn die Querlande das ganze Zeug zerquetscht wird, schlägt die Welle nie in das Diff rein. Du hast auch keinen Zug drauf und nichts. Also es wirklich für mich ist es, was es braucht, ein RC-Auto, Teleskopwellen. Du magst vielleicht keinen Kunststoff, aber es gibt es auch aus Stahl, das Zeugs. Und zum Beispiel Losi hat ja bewiesen, wie sehr, dass sie das gut beherrschen. Auf den Super Rock Ray, Super Baja Ray haben wir Teleskopwellen, die mit 8S für 10 Kilo Autos nie sterben. Also können sie es. Und ich möchte das viel mehr sehen. Wir haben ein Alu-Chassis darunter. Die Zellen wurden aber ein bisschen versetzt verbaut, damit er höher ist in der Mitte als vorne unten. Das heißt, der Chassis wird nicht oft abgestreift. Front- und Heckachse sind draufgerutscht. Das heißt, es passiert auch viel weniger mit Chassisknick und so Sachen. Die Querlenker sind auch schön verarbeitet. Da ist natürlich mehrere Aufhängungsmöglichkeiten für die Dämpfer. Kannst sie verstellen hier unter dem Lenker, kannst sie verstellen am Schocktower oben, damit jeder seinen Geschmack findet. Du kannst die gegen die Windstängchen auch versetzen, eventuell. Nein, kannst nicht. Kannst sie nur einstellen, aber nicht versetzen. Was Kyosho beherrscht, ist konstant Winkeln an den Rädern. Siehst du, wie Traxxas auch. Es ist leider, was fehlt an Arma und vielen anderen Marken, dass wenn du die Dämpfung bewegst, das Rad immer am selben Ort bleibt und keine komischen Sachen macht. Arma hat es auch vorwärts gemacht, natürlich auf dem Mojave 4S. Ich rede jetzt von der 3er Serie, wo die Winkel immer ein bisschen alles bewegen. Und eben die Verstrebe haben sie mit dem Madwagon angefangen. Und es ist Hammer. Es ist erstens mal leicht gebaut. Easy zum Entfernen. Du hast ja nur eine Schraube hier, eine oben und zwei unten. Und dann kannst du diese Verstrebung wegnehmen. Sie ist zweiteilig. Da kannst du nur die Front wegnehmen oder nur das Heck, wenn du irgendwo nur vorne oder hinten arbeiten willst. Arbeitet gut, ist effektiv, ist wirklich massiv gemacht und das gefällt mir. Die Lenkung ist wie beim 1:8er. Mit einer Ackermann-Platte, Servo-Saver, an der Lenkung und nicht am Servo, das magen wir natürlich. Die Elektronik, die ist gut, ist klar, ist Hobbywing, da hast du keine Gedanken zu machen. Und die Räder sind ja auch nicht so schlecht. Der Gummi ist relativ hart, aber gesamthaft fühlt das ja, also ist die Einlage wahrscheinlich schön weich. Jetzt gibt es nur noch eins, die Probefahrt machen. Natürlich ist das komisch, jetzt wenn das Chassis nackt da ist, hast du keine Stoßstange dran, nichts. Das heißt, wenn du jetzt natürlich vorne eindonnerst, ist die Karo dran. Ja. Also, aber Kyosho macht ja auch keine Werbung zum Bashen. Das sind Autos-Liebhaber, die fahren sie nur rum. Okay, das Ding kann 3S. 4S würde ich ja nicht reinmachen, der Akkufach ist auch nicht so vorgesehen. Ist stehend vorgesehen, du kannst hier eine 2 oder 2S Hardcase reinmachen und eine 3S Softcase. Eine Hardcase passt da nicht rein, ist nichts einstellbar dran.
Das ist komisch. Das ist relativ klein, das Batteriefach. Aber somit auch eben verhindern sie, dass Leute 6S reinbauen. Also, das ist hart. Das Auto ist hart. Das kann man ja wahrscheinlich so einstellen. Nee, nicht mal. Vorspannung ist weg. Siehst du? Null Vorspannung. Aber das Ding ist steif. Also ich würde jetzt da, siehst du, es geht relativ schnell hoch vorne. Das heißt, die Federn sind hart, das Öl ist ein bisschen dünner gegenüber den Federn. Aber die Federn sind fast zu hart schon und hinten sowieso zu hart. Aber da musste man eventuell mal dünneres Öl einfüllen hinten, weil die Federn sind schwächer hinten als vorne. Also die Front mal so lassen, aber das Heck ist zu hart. Handkehrhummer sind das ganze Gewicht hinten. Das haben sie auch so gemacht, weil sie natürlich Pistenerfahrung haben bei Kyosho. Mehr als Offroad, also einfach nur Spaß-Offroader. Und das heißt, das Auto fährt sich halt wahrscheinlich gut so. Mit der Federung auf hartem Boden oder aus Asphalt oder so. Statt im Offroad. Radstand ist 325 normalerweise. Wie gesagt. Und wenn du mich jetzt fragst, kaufst du lieber einen Traxxas Ford Raptor R, das heißt die lange Version, oder den, würde ich den kaufen persönlich. Weil der andere ist ja nur einen langen Slash und lummelt außen nur rum dran. Und das ist mal was Neues. Von der Qualität her natürlich vom Chassis her, Bau alles eins drüber. Die Diffs sind eins drüber, auch mit der Größe. Im Mad Wagon ist es klar, weil es ein Monster Truck ist mit einem größeren Reifen, dass die Diffs gebraucht werden und viele Leute fahren ja das Ding auch 4S. Aber das hier natürlich, wenn du das da in Dreh fährst, da geht nie was kaputt. Vielleicht einziges Upgrade, andere Dämpfer, wenn du was Schmeidiges willst, weil es ein bisschen weicher. Servo mal sehen, 9 Kilo sollte reichen, ist vielleicht ein bisschen langsam, aber das sehen wir bei der Probefahrt. Und wie gesagt, es ist ein Spaßauto, da ist ein langsames Servo auch nicht so schlimm. Jungs, wir reden nicht über die Betriebsanleitung, die kannst du selber runterladen, runter ablesen, kannst du, wenn du auf dem Klo bist, durchlesen, da hast du Zeit gewonnen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich mache jetzt das Französische nicht heute dran, wir machen ein zweites Video Französisch separat, sonst warten die Jungs zu lange dran. Tschüss Jungs, und natürlich die, die das Auto schon haben, das ist jetzt schon 2-3 Monate rausgegangen, oder? Ich glaube, letztes Jahr kommt es. Also ein paar von euch haben ja das Auto sicher schon, meldet euch, sagt uns, was ihr gern habt, was ihr nicht gern habt. Wie gesagt, ich kann mir schwer vorstellen, dass ihr irgendein Problem habt mit der Mechanik oder mit dem Bruch oder irgendwas. Mit so einem Typ Auto in der Regel. Die Mechanik wurde ja auf ein schwieriges Auto zuerst mal getestet, bevor es auf dieses kam, also, und das ist das Schöne, wenn du natürlich aus der Box ein Auto hast, dass du einfach nur fahren kannst, ohne zu überlegen, ohne Angst zu haben, dass irgendwas bricht, also das ist einfach toll. Macht's gut, Jungs, und bis bald.